So, willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir kommen aus dieser Zeitkapsel gerade. Okay, tun wir nicht. Neuester Stand. Wir sind jetzt bei 70% fertig, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich glaube, wir haben ja. Also hier hatten wir einen Bereich. Im Schlafzimmer hatten wir einen Bereich. Und noch irgendwo, genau da oben in der Küche. Das heißt, drei Bereiche. Wir haben jetzt aber noch zwei offen. Das heißt, eigentlich dürften wir jetzt bei 3 von 5 sein. Also eher bei 60%. Liegt das einfach daran, dass wir noch ein paar Sachen freigeschaltet haben oder dass die anderen Level nicht ganz so umfangreich sind? Hm. Wer weiß. Finden wir wohl bald raus. Achso, waren wir, bevor ich da jetzt komplett rausgehe, waren wir hier schon komplett fertig? Es tut mir auch echt leid, dass das Ganze irgendwie, wie immer, bei mir in letzter Zeit total unregelmäßig kommt. Gut, hier sind wir fertig. Aber nun ja, ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich beschäftigt, wie immer, irgendwie gefühlt. Ach, Meister. Los, kann ich dich nicht wegtreten? Hör auf, dagegen zu fahren! Du hast mir gar nichts zu sagen. Ach, das sind Augen. Jetzt kapiere ich das erst. Richtig lange Leitung. So, das letzte Level ist, glaube ich, da oben. Dann wäre ja da, folglich das hier das nächste, wo wir noch nie drin waren. Eigentlich wollte ich gerade noch was erzählen. Genau, und zwar, wo sind wir hier? Die Kühlkammer? Okay. Das ist der Waschraum auch gleichzeitig. Ist das hier Salz oder was soll das sein? Eigentlich sieht es nämlich nicht wirklich nach einer Kühlkammer aus. Stand da irgendwas, als wir reingekommen sind? Ich weiß ja nicht, ob es hier sowas gibt. Area unlocked, steht hier irgendwas? Nein. Und vor allem. Nee, das ist ein anderes Feld. Ich meine, wir können es trotzdem mal probieren. Wie war das nochmal? So. Nö, passiert nichts. Alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal dahin. What? Hä? Dahinter ist ein Gang. Hä? Ist das hier vielleicht der Gang, wo ich dann reingehe, um die gemoddeten Level zu spielen? Hm. Ja gut, solange wir das nicht rauskriegen, können wir auch genauso gut da oben weitergehen. Wupp dich. Soll es hier brennen? Da unten ist auf jeden Fall eine Kamera. Achso, wir müssen, ein Fernglas. Ja, eine Kamera, Fernglas, alles das gleiche. Scheinbar ist auch schon eins von diesen Time-Fragmenten wieder. Wupp. Na gut, gucken wir rein. Was haben wir denn hier? Alpinbergkette. Ach, cool. Free Room? Was? Tu, was immer du willst. Freier Modus. Warum gibt's das in den anderen Kapiteln nicht? Oder Achso, hier gibt's gar kein richtiges Level, oder was? Zeitriss lila. Aha. Ja gut, dann gucken wir uns einfach mal um. Freier Modus, Alpinbergkette. Dass wir uns mit dem Schirm an ein Seil hängen konnten, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Mhm. Sieht ein ganz bisschen stürmisch aus. Hallo! Da bin ich wieder! Sieht ein bisschen aus wie das hier, ne? So von der Rückseite. Ihr seht mich nicht. Hallo! Voll unpassend. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns einfach um, ne? Sie hat ja gesagt, also ihr seid auch dafür. Widersprecht ihr ja nicht, sonst
haut sie euch ein Zeitfragment ins Gesicht und ihr überdenkt es euch sowieso. Ihr überdenkt es euch. Was ist denn das? Als ob das hier wirklich freier Modus ist. Gleich passiert bestimmt dann doch was. Hallo? Ah ja. Es ist einfach nur so ein... Hier kannst du einen Berg hochklettern. Level. Warum ist da ein Schaf drauf? Vielleicht kommt man hier auch nur hoch, wenn man alle Sachen freigeschaltet hat. Das war jetzt ja schon mal die Abfrage, ob wir den Haken haben, in gewisser Weise. Was willst du denn? Hässliches Scheißvieh, ey. Voll gefährlich. Ich wollte eigentlich gerade da runter gucken, aber okay. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Ich habe nichts gedrückt, ich schwör's. Okay. Moment. Lauf, 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 lauf und zack. Hä? Ich dachte, mit dem Sprint-Helm konnten wir das gar nicht. Oh nein. Oh Mann, bin ich scheiße. Ich dachte, mit dem Sprint, Hut konnten wir... Ach, wir konnten keinen Doppelsprung, ne? Genau. Aber dashen konnten wir noch, okay. Hallo. Oh Gott. Mistvieh. Das hätte ich sehen können. Irgendwie finde ich diese Karte ein bisschen aussagekräftig. Das ist... jedenfalls nicht sehr hilfreich. Willkommen auf dem Gipfel. Ich hab's kaputt gemacht. What? Whee! Swing! Was passiert, wenn ich jetzt loslasse? Oh, ich kann nicht, okay. Willkommen in Valhalla? Nee, keine Ahnung. Was sind das? Sind das Waschbären? Ich glaube, es soll überhaupt nichts Bestimmtes darstellen, oder? Oder Schweine? Da hinten einfach Vulkane, alles klar. Hallo? Ich bin's da. Hallo? Was ist hier los? Hallo? I don't know much about the goats up here, but we try to give them a wide berth. If you get in their way, they tend to be a bit pushy. Okay, wir sollen uns also vor den Ziegen in Acht nehmen. Oh. Das war jetzt nicht mal beabsichtigt. Ich hoffe, wir kommen da auch direkt wieder hin. Na gut, machen wir direkt den Zeitriss. Oh, und es ist mal wieder so einer. Was ist denn das? Egal. Oder auch nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie wir hochkommen. Das hat erstaunlicherweise sogar funktioniert. Ich weiß die Regeln doch gar nicht mehr, Leute. Okay, ich sollte hier irgendwelche Kronen einsammeln. Da können wir auch lang, nehme ich an. Ja.
Okay. Oh, was? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Hä? Was? 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 Ach, die sind unsichtbar. Verschwindet. Au! Ich sehe die überhaupt nicht richtig. Das war überraschend. okay. Nicht runterfallen, bitte. So, ich hoffe, die große Ziege da hinten will uns nicht hauen. Das wäre ein bisschen... Aua. Zwei. Hallo. Meins. Mist. Hey, wir sind fast tot. Cool. Aua. Ich seh nix. Hä? Achso, uns fehlt gar keiner mehr. Da vorne ist zumindest ein Herz. So. Oh Gott. Oh. Puh. Das war knapp. Einmal wieder hoch. Einmal wieder rüber. Da waren wir noch gar nicht, oder? Ach doch, da kommen wir her. Gut, dann können wir, glaube ich, weitergehen. Gab es hier nicht irgendwie eine freie Sicht damit? An sich ja, okay. Hey, was? Oh Gott. Hallo? Alles klar. So, wir könnten natürlich mal... Gut, wollte ich mal getestet haben. Okay, wir brauchen 4. Und es ist gut, dass wir das Herz noch geholt haben, weil es bleibt tatsächlich bei dem Leben, das wir hatten. Okay, dahin oder dahin? Das sieht ein bisschen ungesunder aus, aber dafür gibt es da auch Herzen, wie es aussieht. Ne, wirklich? Wir haben schon 2. Wie sollen wir schon 2? Achso, wir haben einen mitgenommen, okay. Die zählen also auch fürs nächste Level. Ich muss da nicht rüberspringen, oder? Ne, okay. Da hoch komme ich eh nicht. Brauche ich da unten noch irgendwas? Das hätte ich jetzt vielleicht nicht einsammeln sollen. Naja. Zu spät für Reue. Okay. Nein! Ich wollte es doch gar nicht einsammeln. Hä? Wir haben jetzt schon einen zu viel und wir kriegen gleich noch einen. Okay. Finde ich gut. Kriegen wir den überhaupt so einfach? Oh. Okay, da hätten wir uns auch überschwingen können. Wo mussten wir jetzt nochmal zurück? Wir müssen ja eigentlich theoretisch direkt nach unten, aber ich sehe direkt unter mir jetzt gerade nichts. Huch. Nein, nicht gegen den Felsen. Und Treffer. Alles klar. Das war ja ein relativ ruhiges Level. Natürlich auch noch die Frage, wie lange das so bleibt. Mach einfach die Nummer sicher und machen Flugangriffe.
Die sind ja relativ safe. So. Wieder 4. Wo geht's denn überhaupt lang? Ach so, okay. Voll die gechillte Musik. Du. Hallo. Das ist eine Windmühle, okay. Das ist natürlich wichtig, dass wir es wissen. Oh, wir sollen da jetzt nicht durchspringen, oder? Nee. Oh Gott! Fuck, war das knapp! Okay. Next try. Und diesmal vielleicht ohne, dass die Kamera beim ersten Versuch total zur Seite reißt. Zack, zack, bumm. Hallo. Und wohin jetzt? Da hinten aufs Zahnrad wohl kaum, oder? Oder vielleicht doch? Oder darunter? Man weiß es nicht. Hallo, ich habe gehört, dass hier irgendwo einer ist. Was war das denn für ein Vieh? Ein explodierendes Ei. Welche Art Vogel legt denn sowas? Geht's hier auch irgendwo? Okay. Mann, ich bin ja gerade richtig gut konzentriert. Voll die krassen Moves, die ich hier hinlege. Doch, ich könnte theoretisch auch schon weiter, oder? Ich sehe nichts. Ich könnte natürlich mal probieren, da auf diese Windmühle zu springen. Ich glaube, das ist unnötig. Nein! Oh. Das war nicht sehr schlau. Ich habe da gerade aber hinter dem Wasserfall noch was gesehen. Da würde ich gerne noch hin. Da oben ist noch was. Ich will gerne alle einsammeln. Ich weiß nicht mehr, ob es was bringt oder nicht, deswegen. Schon wieder so knapp. Darauf bin ich vorhin echt nicht gekommen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Wie es einfach nochmal wieder kurz ausgegangen ist. Gemeinheit. So. Echt merkwürdige Wege hier gerade. Oh, oh. Oh. Nein! Du willst mich doch verarschen. Ach, Spiel, wirklich jetzt? Ich flieg über das Ding drüber? Und alle jetzt so, ja, bist selber schuld, du bist halt scheiße. Ja, da habt ihr ja recht, aber... Oh. So. 2, zack, bumm. 1, 2, zack, bumm. Ach ja. Wäre eigentlich auch nicht unbedingt ein Hut, der mir helfen könnte, wenn ich runterfalle. So. Eins von fünf. Ich glaube, ich habe mich zu schlecht umgeguckt. Kann das sein? Also muss ich mich echt hart so schlecht umgeguckt haben, wenn ich jetzt erst einen von fünf habe. Ich sehe schon, komm, wir müssen das Ganze nochmal machen am Ende. Ah. Einen von fünf? Wo zum Teufel habe ich die alle übersehen? Noch irgendwo hier eins vielleicht?
damit ich mich nicht ganz so schlecht fühlen muss. Nein. Ach ja. Kabumm! Runterfallen sollte ich jetzt besser nicht. So. Und ich fürchte, müssen wir jetzt noch mal ganz kurz rein. Ein Pfeil nach rechts. Jupp, uns fehlt so ziemlich alles. Ach ja, wir dürfen mal wieder. Ja, drücken wir einfach mal da. Ich nehme an, das ist der Winterhut, ne? Und jetzt meinem Verhalten zum letzten Mal zum Trotz. Boah, der hat 3 Sterne, den muss ich haben. Ich überlege gerade, ob er mir es wert ist. Eigentlich finde ich ihn vom Style her ganz cool, aber. Na, nochmal. Nein. Hätte ich bloß das andere genommen. Ja, können wir meinetwegen anlegen. Ach ja, hätte ich bloß das erste genommen. Ah, kann man ja vorher nicht wissen. Ja, das kennen wir inzwischen. Kaputt. Ach, hier müssen wir jetzt auch wieder die ganze Kette hinrutschen oder sind wir wenigstens schon drin? Das wäre ja richtig nervig, wenn man jedes Mal die lange Kette lang rutschen muss. Oh, Gott sei Dank. Es könnte natürlich auch sein, dass hier einfach noch welche von diesen Tickets rumliegen. Aber ich glaube es nicht so richtig. Ja, sieht ganz nett aus, die Mütze. Vor allem ist das Ding jetzt weg, oder hätte ich das einfach aktivieren müssen? Voll schief, wie ich hier rumschwinge. Da hängen auf jeden Fall ein paar Glocken. Was bist du? Glocken, wofür seid ihr da? Sind wahrscheinlich einfach nur Glocken. Welche Hörner? Hallo? Au! Pisa! Welche Hörner meint sie denn? Oder es, was auch immer es ist. Ich sehe kein Horn! Why don't we blow the horns ourselves? Weil ihr keine Münder habt? This high, the air is really thin. It's hard for us to take deep enough breaths. It doesn't seem to bother you, though. Aber wenn die Luft dünner ist, müsste man dann nicht einfach nur schneller atmen? Ich meine, dadurch. Ach so, ja, man kann dann nicht mehr so lange. Ist dann wahrscheinlich schnell außer Puste und so. Wahrscheinlich meinen sie das. Okay. Ah, das ist mit 9 Wegen gemeint. Noch mehr fahren. Oh Gott, gleich mehrere? Was zum Teufel ist das da für ein riesiges Funkeln gewesen, eben gerade? Gibt es mehrere Hörner? Weil dann ist es ja echt ganz schön viel, was es hier zu erkunden gibt. Okay, ich habe das Ziegendorf abgeschlossen, das war echt schwierig. Was? Ich wollte gar nichts abschließen. Oh ne, da wollte ich mich noch gar nicht. Hallo. Ja gut, das kann ich mir wohl schenken. Nein. Das können wir nicht zulassen. Abflug!
Wenn ich da jetzt wieder drauf gehe, lande ich dann wieder an der gleichen Stelle? Okay, scheinbar schon. Hui! Mitternachtsglocke klingt natürlich ganz cool. Oh, was haben wir denn da? Fall ich jetzt runter? Zeitlupenhutgarn. Wir haben echt zu wenig Garn mal für einen Hut. Wir sind ganz schön tief runtergefallen jetzt irgendwie. Hallo. These telescopes let you look at far away peaks. Sind dafür Ferngläser nicht allgemein gedacht? Hallo. Have you noticed those bright flames started appearing recently after some weird hourglasses fell from the sky? Hmm. I wonder what they could be. In any case, I really wish they wouldn't be so bright. They're blinding. They are blinding, ah. Ich glaube fast, wir machen das mit dem Zeitriss und so ein nächstes Mal. Schon wieder so lang die Folge. Ja, und beziehungsweise ich gucke, ob ich den noch mal machen kann. Bis dann, tschüss. Ihr Wichser, was? Ciao.